Ich komme jetzt zur Abstimmung über die Tagesordnungspunkte des heutigen Plenartages. Tut mir schrecklich leid, es wird etwas länger dauern, weil es viele sind. Ich habe den Gong bereits mehrfach betätigt. Ich glaube, dass wir jetzt anfangen können, es sei denn, es widerspricht einer. Dann sollten wir jetzt auch starten. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 59, Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen, sichere Renten, Drucksache 208124. Wer stimmt dem Entschließungsantrag zu, dass die CDU und Bündnis 90 Die Grünen, der Abgeordnete Kahrt, wer ist dagegen? Das ist DIE LINKE, die SPD, die FDP und die AfD. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Entschließungsantrag angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 51. Das ist der Antrag der Fraktion der AfD zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, Drucksache 208004. Das ist bei einem Antrag der Fraktion der AfD ist das Quorum, ich will es nur erläutern, von ein Fünftel der Mitglieder des Landtages nicht erreicht. Und deswegen finden die Regelungen zum Minderheitenrecht hier keine Anwendung. Allerdings lasse ich über den Antrag zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses abstimmen. Sie können jetzt mit Ja stimmen, Sie können mit Nein stimmen oder Sie können mit Enthaltung stimmen. Allerdings müssen Sie wissen, dass nach Artikel 88 der Hessischen Verfassung Enthaltungen nicht mitzählen. Alle haben es verstanden, was ich gesagt habe. Okay, dann darf ich dem Antrag, dann darf ich fragen, wer stimmt dem Antrag zu? Die Fraktion der AfD. Wer ist gegen den Antrag? Das ist, wenn ich richtig sehe, der Rest des Hauses. Gibt Fragen zur Sicherheit. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag abgelehnt. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 76, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu den Petitionen, Drucksache 208073. Wer stimmt diesen Beschlussempfehlungen zu? Das ist die AfD, die Freien, das sind, glaube ich, alle. Enthält sich jemand der Stimme? Keiner stimmt dagegen. Dann sind es alle einstimmig. Tagesordnungspunkt 63, Beschlussempfehlung im Bericht Ausschuss für Umwelt, Antrag der Fraktion der AfD. Leben braucht Energie. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und die Freien Demokraten und DIE LINKE und der Kollege Kahnt. Ist jemand dagegen? Ist die AfD, enthält sich jemand der Stimme? Ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 64, Beschlussempfehlung im Bericht Ausschuss für Umwelt, dringlicher Antrag Fraktion der AfD, unkontrolliert steigende Wolfspopulation. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, die Linke, die Freien Demokraten, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 65, Beschlussempfehlung im Bericht Ausschuss für Umwelt, Antrag Fraktion der Freien Demokraten, Wolfsproduktion wächst weiter. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD, die Linke und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die FDP. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 66. Beschlussempfehlung, Bericht Ausschuss für Wirtschaft, dringlicher Antrag Fraktion der SPD, Schaustellerinnen und Schausteller. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, ist der Kollege Kahnt, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die SPD und DIE LINKE. Enthält sich jemand der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 67, Beschlussempfehlung im Bericht Innenausschuss, Entschließungsantrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Straftaten in Hessen. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD und DIE LINKE und die SPD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die FDP. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 68, Beschlussempfehlung und Bericht Rechtspolitischer Ausschuss, Antrag der SPD, unabhängige Justiz. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Freien Demokraten, der Kollege Kahnt. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Linke und die AfD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 69, Beschlussempfehlung und Bericht Rechtspolitischer Ausschuss, dringlicher Entschließungsantrag DIE LINKE, Migrations- und Integrationsfeindliche Äußerungen eines Hessischen Verwaltungsrichters. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, der Kollege Kahnt, die FDP, die CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die SPD. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 70, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Migrationspolitischer Ausschuss, Antrag DIE LINKE, Istanbul-Konvention. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Die AfD, der Kollege Kahn, die CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 71, Beschlussempfehlung. Bitte, Kollege Büger, Dr. Büger. Ja, Herr Präsident, ich muss leider noch mal kurz verlängern. Ich bitte bei dem Punkt 71 die Punkte 6 und 7 getrennt abzustimmen. Oh, dann lasse ich jetzt zunächst einmal die Punkte, ich habe es jetzt hier leider gar nicht, was ist denn das, 71, ich muss mir ganz kurz rausholen. Es ist immer gut, wenn Sie es vorher sagen, dann habe ich es nämlich vorher auf dem Tisch liegen. Dann haben wir auch keine Verzögerungen.
So, ich hab's hier. Also, das ist die Beschlussempfehlung. Was wollen Sie jetzt getrennt abstimmen? 6 und 7. Okay, dann lasse ich jetzt zunächst einmal über die Punkte 6 und 7 der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer stimmt den Punkten 6 und 7 zu? Das ist die Fraktion CDU und Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die Linke und die AfD. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der Freien Demokraten. Damit sind die beiden Punkte angenommen. Ich lasse jetzt über den Rest der Beschlussempfehlung abstimmen. Wer stimmt dem Rest der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist und der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Die Fraktion der Freien Demokraten, die AfD, die SPD und die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung insgesamt angenommen. Ja, jetzt muss ich das wieder zurücklegen und komme zu Tagesordnungspunkt 72, Beschlussempfehlung und Bericht. Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, dringlicher Antrag FDP, niedrigschwellige Impfangebote. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, das ist der Kollege Kahnt, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Die SPD, die Linke, die Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 73, Beschlussempfehlung und Bericht. Sozial- und Integrationspolitischer Ausschuss, dringlicher Antrag SPD mit Corona leben. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, das ist der Kollege Kahnt, die CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist die FDP und die SPD und die Linke. Enthält sich jemand? Der Stimme ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 74. Beschlussempfehlung, Bericht Sozial- und Migrationspolitischer Ausschuss, dringlicher Entschließungsantrag CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Hessen investiert umfangreich in die Krankenhäuser. Wer ist für die Beschlussempfehlung? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die AfD und die Freien Demokraten, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand? Der Stimme ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 75, Beschlussempfehlung und Bericht Sozial- und Migrationspolitischer Ausschuss, dringlicher Antrag CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Hessen setzt auch 2022 klaren Schwerpunkt auf Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Wer ist für die Beschlussempfehlung? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? Das ist die SPD, die Linke, die AfD und die Freien Demokraten. Enthält sich hier mit der Stimme? Das ist nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 83, Beschlussempfehlung und Bericht Haushaltsausschuss, Vorlage des Rechnungshofes. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? Das ist die AfD, Kollege Kahnt. Die CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer ist dagegen? Das ist niemand. Wer enthält sich der Stimme? Die FDP und die SPD und die Linke. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 84. Beschlussempfehlung und Bericht Haushaltsausschuss, Antrag der Abg. Marius Weiß und Kollegen. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die CDU und Bündnis 90 Die Grünen und der Kollege Kahnt. Wer stimmt dagegen? Die AfD, die Freien Demokraten, die SPD und die Linke. Enthält sich jemand der Stimme? Nicht der Fall. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Tagesordnungspunkt 85, Beschlussempfehlung und Bericht Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, Antrag Fraktion der AfD. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Das ist die Freien Demokraten, der Kollege Kahnt, die CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und die Linke. Enthält sich hier mit der Stimme, ist die AfD. Ich mache es noch einmal. Beschlussempfehlung und Bericht, Ausschuss für Wissenschaft und Kunst, der Tagesordnungspunkt 85, Antrag der Fraktion der AfD. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? CDU, Bündnis 90 Die Grünen, der Kollege Kahnt, die Freien Demokraten, die SPD und die Linke. Wer ist dagegen? Das ist die Fraktion der AfD. Und wer enthält sich der Stimme? Niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Und wir sind damit am Ende der Abstimmungen angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Der Ausschuss für Digitales und Datenschutz kommt jetzt in 501a zusammen. Ich bedanke mich, freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Die Sitzung ist geschlossen.